Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Gun Home weiter. Fällt mir jetzt erst auf. Oh, das ist ja irgendwie putzelig. So ein kleiner Sternenhimmel über dem Bett. Weitestgehend. Irgendwie ist das wirklich putzelig. Gut, ja, wir spielen Gun Home weiter. Beim letzten Mal haben wir das Zimmer von Sam ein bisschen näher erforscht. Wir haben festgestellt, dass sie irgendwie noch drei Super Nintendo Module hier rumfliegen hat. Und die Spieleverpackung vermutlich achtlos weggeworfen hat. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, aber egal. Was den Spind angeht. Also ich habe wirklich versucht, jetzt nochmal drüber nachzudenken, ob mir hier irgendwas entgangen ist oder so. Es kann natürlich sein, dass auf irgendeiner Notiz irgendetwas steht, was ich jetzt einfach mal so übergangen habe. Irgendeine wichtige vierstellige Zahl, aber ja, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann ich weiß es momentan nicht. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls mir jetzt nichts hier ins Auge gesprungen, was so, ja, was so unmittelbar wichtig erscheint oder so. Deswegen nehmen wir das erstmal so hin. Aber ich lasse trotzdem mal alles hier auf und auch alles erleuchtet und so weiter, weil wir mit dem Raum sind wir ja offenkundig noch nicht fertig. So, jetzt kann man theoretisch hier reingehen. Oder ich gucke mich hier nochmal um. Was ist das denn zum Beispiel? Hey Sam! Möchtest du mit mir nach der Schule Pulp Fiction im Kolosseum ansehen? Der Film kam letzte Woche raus und Todd kann einfach nicht aufhören, davon zu erzählen. Also ist er entweder gut, oder wir können uns danach über Todd lustig machen, weil er ihn mag. Meine Mom kocht vermutlich heute mal Abendessen, aber ich kann mich bestimmt davor drücken. Welche Zeit? Außerdem, soll der Film nicht richtig gewalttätig sein? Muss ich da kotzen? Achso, das ist jetzt die Antwort von Sam gewesen. Laut Todd ist er schon ziemlich hart. Ich glaube, Uma Thurman kriegt eine Heroinnadel ins Herz gerammt. Das ist also eher witzig. Und irgendwas mit Cheeseburgern kommt vor. Todd kommt vielleicht mit, um ihn nochmal zu sehen, wenn es in Ordnung ist. 7.15 Uhr? Okay. Nicht kotzen. Alles klar, bis dann. Gut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nichts zu Pulp Fiction beisteuern kann, weil ich den Film einfach nicht gesehen habe. Es tut mir leid. Ja, irgendwie wäre es bestimmt witziger, wenn ich jetzt irgendwas darüber sagen könnte, aber ist leider nicht der Fall. So, wir haben das Badezimmer gefunden. Cool. Das Badezimmer. Wir haben hier einen Schrank gefunden. Wir haben hier Lonnie Rurals. Ah. Okay. Ja. Eine echte Freundin halt. Das ist jetzt das alleinige Badezimmer von Sam? Hat sie ihr eigenes Badezimmer bekommen oder wie oder was? Muss man ja fast von ausgehen. Okay, das wiederum macht mir jetzt Angst. Was zum Teufel? Flasche ansehen. Ach, Haartönung. Oh, okay. Blah, blah, blah. Alles klar. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked into the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited, and the moment was gone. Dies kenne ich irgendwie, das Gefühl. Also, so was verpasste Chancen und so weiter angeht. Ach ja. Man denkt sich so in diesem oder jenem Moment, jetzt wäre es cool, wenn man irgendwas Geistreiches sagen würde, und dann verpasst man einfach den Moment. Und dann ist der Moment weg und hinterher, okay, das nehme ich nicht in die Hand, und hinterher ärgert man sich maßgeblich. Ja, ja, das kenne ich irgendwie. So, Toilettensitz kann ich nicht hochklappen, kann aber die Toilette spülen. Das ist schön. So, ja, mehr Klopapierrollen, man kann auch wirklich nie genug davon haben. Scheint kaputt zu sein. Oh, okay. Dann kann ich da nicht vernünftig gucken? Schade. Das sind aber sowieso nur Handtücher, wie es scheint.
Warum kann man hier nicht den... So, in dem Moment. Ist da Wasser drin in der Wanne oder sieht es nur so komisch aus? Ich hätte im ersten Moment nämlich gesagt, dass die Wanne halb voll ist. Oder sieht das einfach nur so... Nee, die Wanne ist halb voll, oder? Aber... Irgendwie auch nicht, wenn ich mir den Wasserstrahl so angucke. Also irgendwie ist das hier seltsam mit der Badewanne. Egal. Na gut. Okay, lassen wir es gut sein. Auch kein vierstelliger Code hier zu finden. Dann halt... nicht. Gut. Dann halt nicht. Scheint aber wirklich das alleinige Badezimmer von Sam gewesen zu sein. Kann mir aber auch täuschen. Gut. Was heißt... Was ist hier? Das Elternschlafzimmer? Fragezeichen? Vielleicht? Ein paar geöffnete Schubladen. Das sieht aber wirklich wie das elterliche Schlafzimmer aus. Moms Handtasche. Sie hat einen furchtbaren Geschmack, was Handtaschen angeht. Aber okay. Ich meine, okay, nicht, dass ich mich mit Handtaschen auskennen würde, aber... An Earth Day Benefit Celebration. Earth, Wind and Fire. 22. April 1982. Das irgendwie wichtig ist. Boone County. Telefonbuch. Buch nehmen. Die Bibel. Ja, man kann nie genug Bibeln haben. Ganz eindeutig. Visitenkarte. Halt. Unknown Dimension Literature. Cass, der Herausgeber. Aha. Okay. Vielleicht irgendwie für unseren Vater relevant. Postkarte. Liebe Mom, lieber Dad, lieber Sam. Ich bin im Kanaltunnel. Das ist schon meine zweite Fahrt durch den Tunnel. Ich komme gerade zurück aus London und bin jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Entschuldigt, dass ich nicht geschrieben habe, als ich nach London gefahren bin, aber ich war zu sehr gespannt auf den Tunnel. London war toll, Dad. Ich weiß, du wolltest schon immer mal hin und ich bin der Meinung, du solltest das wirklich machen. Dir würde es hier gefallen. Falls wir alle vielleicht noch einmal als Familie herkommen wollen, könnte ich bestimmt dazu überredet werden. Ich habe euch alle lieb, Katie. Ja, unsere eigene kleine Postkarte. Also wir waren nicht nur in Paris. Okay, es war generell eine Europa-Tour, ja? Gut. Nehme ich so hin. Alles klar. So, Telefon. Ist aber nicht so schrecklich relevant oder interessant. Auch unter einem elterlichen Bett sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber okay. So. Auch hier komme ich mir ein bisschen schäbig vor. Dass ich jetzt einfach mal die Schubladen des elterlichen Schlafzimmers durchwühle. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Okay. Es gibt im Moment nichts, was ich nicht hasse. Gut. Alles klar. Naja. Ist ja auch wichtig. Und so. Ne? Kleiderschrank. Oh. Oh, cool. Okay. Jetzt wäre der ideale Moment, um irgendwie so einen The Ring-Moment einzubauen. Aber naja. Irgendwas Interessantes hier dabei. Wirkt jetzt im ersten Moment nicht so. Warum fehlen hier überall in jedem Zimmer die technischen Geräte? Die können nicht überall die Wii-Recorder und Super Nintendo-Konsolen und was auch immer abgebaut haben. Verstehe ich nicht. Verstehe wirklich nicht. Okay. Ich meine, das ist alles, was sie mitgenommen haben, oder wie? Der Videorekorder war am wichtigsten. Mieze. Ist das etwas, was Sam gemalt hat? Vielleicht. Schublade, Schublade, Schublade. Aber überall nur Wäsche, Wäsche, Wäsche. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Die Schublade ist rausgefallen, die kann ich nicht zurückschicken. Schieben. Korb öffnen. Ja. Ja, ja. Aber warum hier alles so durcheinander und so? Ja. Buch nehmen. Walt Whitman. Grashalme. Kenne ich nicht.
Seeing, hearing, feeling and miracles. And each part and tag of me is a miracle. Okay. Lesezeichen. Lass dir Zeit. Ich bin froh, dass es in guten Händen ist. Rick. Wer ist jetzt wieder Rick? Aktenordner. Lampe. Taschentücher. Halt, Moment. War da was? Familienbild. Way! Unser Daddy und unsere Mutter und das kleine süße Mädchen da links sind wohl wir. Und das rechte Baby müsste ja dann wohl Sam sein. Das darunter kann ich mir nicht angucken. Okay, kann ich die Taschentücher auch wieder zurücklegen. So, Schublade. Brief lesen. Liebe Jan. Ach Süße, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Bob und ich hatten auch unsere schwierigen Zeiten. Das gehört schon fast dazu. Man gewöhnt sich aneinander, jeder lebt sein eigenes Leben im gemeinsamen Haus, die Kinder werden erwachsen, sie ziehen aus. Tut mir leid, das hilft dir nicht sehr, was? Keine Sorge. Was auch immer Terry zu schaffen macht, er wird darüber hinwegkommen und alles wird wieder normal werden. Und dass Sam so abweisend ist? So sind Teenager nun mal. Kein Grund zur Sorge. Anderes Thema. Dieser kontrollierte Waldbrand, das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Aber um gleich zum Wichtigen zu kommen, dieser neue Ranger, über den möchte ich was hören. Ranger Rick? Im Ernst? Das ist einfach zu perfekt. Du musst mir ein Bild schicken. Und du musst mir alles von ihm erzählen. Die ganze nackte Wahrheit. Halt, das klang jetzt falsch. Halt die Ohren steif, bis Terry aus seiner Krise raus ist. Und in der Zwischenzeit schreib mir Briefe an deine alte Freundin Carol. Sie kann gar nicht genug bekommen. Carol. Okay, eine Freundin unserer Mutter. Unsere Mutter hat sich ihr anvertraut. Offenkundig gab es Probleme in der Ehe unserer Eltern. Vermutlich, weil unser Vater... Na gut, dass unser Vater irgendwie Probleme bekommen hat, das haben wir unten im Arbeitszimmer ja schon festgestellt. Das hat alles irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und klar, das ist dann oftmals auch der erste Moment, wo dann vielleicht auch es in der Ehe zu kriseln beginnt. Weil unser lieber Herr Vater eventuell ein paar Dinge eher mit sich selber ausmachen wollte. Und Janice, also unsere Mutter, ihm nicht so wirklich dabei helfen konnte. Und unsere Mutter ist wohl eventuell, naja, also vielleicht wäre es jetzt zu viel gesagt, ihr jetzt an der Stelle schon unterstellen zu wollen, dass sie mit einem Arbeitskollegen angebandelt hat. Aber scheinbar fand sie den guten Rick ja schon ein bisschen sympathisch. So wie es scheint. Na gut. Wie das halt so ist. Ich meine, ja. Geschichten, die das Leben schreibt, gehört nun mal vielleicht dazu. Vielleicht. So. War das hier? Sehr großer Kleiderraum. Mich wundert es, dass hier das Licht noch an war. Buch nehmen. Techniken für Aquarellmalerei. Vielleicht auch unsere Mutter für begeistert, wer weiß. Sonst ist hier nix. Der Raum ist offen und hier ist sonst nix. Halt, Moment. Oh, schau, ein Geisterspiel. Ghost Mansion, Flucht aus dem Geisterhaus. Oh. Ich habe so lange kein gutes, altes, richtiges Brettspiel mehr in der Hand gehabt. Es ist eigentlich so schade. Halt, Moment, da hinten in der Ecke. Streichhölzer. Restaurant. Rick. 8 Uhr. Freitag. Oh. Oh. Ja, gut. Sie mochte den lieben Rick anscheinend doch ein bisschen. Eventuell. Oder? Ich meine, ja. Ein Geschäftsessen. Das wird's gewesen sein. Ja, ja. Es war nur ein geschäftliches Essen. Mein Mom und Dad lieben sich. Die würden doch niemals, also das... Geht ja mal überhaupt gar nicht, ne? Nee, nee. Das geht nicht. So, was ist das hier? Ah, das elterliche Badezimmer. Vermutlich. Oder so. Düb, düb, düb. Kamm nehmen. Zahnpasta. Handseife. Ja, ja. Schön, schön. Alles klar. Hier steht nicht das Lonnie Rules. Hätte mich jetzt zugegebenermaßen aber auch ein bisschen gewundert. Schachtel, Rasierschaum. Es sind... Also dafür,
dass hier ja zugegebenermaßen vermutlich auch die Mutter mit zugange war. In diesem Badezimmer. Ich kann die Schränke hier übrigens nicht öffnen. Erstaunlich wenig Pflegeprodukte und so, oder? Kommt mir das nur so vor? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet, zugegebenermaßen. Mit ein bisschen mehr schon. So. Hm. Mehr Handtücher. Mehr Zeug, was ich nicht untersuchen kann. Dazu nehmen? Wie dazu nehmen? Ach so. Hä? Das sind Kerzen. Na gut. Kann man machen. Denke ich mir so. Warum auch nicht? So, schöne Badewanne. Wo ich im ersten Moment auch gedacht hätte, dass da Wasser drin ist. Aber ich glaube, hier sieht man es deutlicher, dass hier kein Wasser drin ist. Igitt. After the honeymoon. Nach den Flitterwochen. Den Partner wiederentdecken. Charakterlich, geistig, sexuell. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es auch ein Buch der Mutter war, die sich mit gewissen Dingen nicht abfinden wollte. Könnte dies der Wahrheit entsprechen? Vielleicht. Ich meine, ja, was man dann halt so probiert. Man wird dann ja auch ein bisschen wunderlich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja. Ach, keine Ahnung. Ich bin selber ein Scheidungskind, deswegen ist halt alles ein bisschen... Und ich selber war noch nie verheiratet. Ich kenne das alles nur aus der Distanz. Ja. Ist halt so ein Thema für sich. Irgendwann gibt es vielleicht tatsächlich so den Moment, wo... Nichts ist halt für die Ewigkeit. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Also es ist schön, solange wie es halt tatsächlich dauert und auch tatsächlich schön ist zwischen zwei Menschen. Aber wenn es halt irgendwann nicht mehr passt, dann... Dann passt es halt wohl leider nicht mehr. Das ist wohl so. Das kann halt ganz vielfältige Gründe haben. Und das macht es halt dann auch tatsächlich so, so schade oder auch so unkontrollierbar. Das ist so das Problem, was ich damit habe. Keine zwei Menschen sind gleich. Jeder halt so, hat halt so sein eigenes Päckchen, was er mit sich herumschleppt. Und das kann es halt... mal mehr, mal weniger kompliziert im Umgang mit anderen Menschen machen. Aber nun gut. So, ja gut. Dann haben wir jetzt aber auch das elterliche Schlafzimmer abgegrast, würde ich mal so sagen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Was? Das sieht ja interessant aus, aber irgendwie habe ich auch Angst, wenn ich das so sehe. Was ist das hier? Katie, Mom und Dad wollten dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier, um es noch zu tun. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen. Och, Sam. Och, Sam, was machst du denn? Was machst du denn, was machst du denn? Was ist bei unserer Schwester passiert? Jo. Also wir sind ja nach Europa gereist, kurz bevor das Haus quasi hier gekauft wurde. Und, na gut, wir sind 3 Jahre älter als Sam. Haben wir jetzt trotzdem noch bei unseren Eltern gewohnt vorher? Oder hatten wir auch schon unsere eigene Bude? Bin mir da nicht so ganz sicher. So, hier sind jedenfalls Bücher drin. Und wir haben hier mehr Kartons. Und, ach so, Katie... Ja gut, da sind also teilweise noch unsere Sachen mit drin, unsere alten, die nie so wirklich ausgepackt wurden, weil wir halt auch nie ein eigenes Zimmer hatten. Hey Sam, du hast doch mal gefragt, was meine Junior-Offiziersorden bedeuten. Hier ein kleiner Leitfaden. Orientierungslauf. Das heißt, die Army denkt, ich finde mich zurecht. Schützenteam. Die Army hat mich als knallharten Killer zertifiziert. Abenteuertraining. Die Army bestätigt mir, dass ich geborene Abenteurerin bin und mich nichts aufhalten kann. Wenn du mich also bisher nicht für cool gehalten hast, wirst du es jetzt ganz sicher tun. Lonnie. Eigentlich erstaunlich, oder? Das passt so überhaupt gar nicht zusammen. So eine Punkerin, Rebellin, wie auch immer, die wohl offenkundig ganz, ja, also, es wäre jetzt zu viel gesagt, die eine... Offizierslaufbahn anstrebt oder so, die eine Laufbahn bei der Army anstrebt. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde, das passt nicht so wirklich. Skizzenbuch ansehen.
Samantha Greenbrier, Geisterjäger-Tagebuch. Sichtungsprotokoll, 31. August 1994, 1.19 Uhr. Ein langer Schatten im Flur in der oberen Etage. Als ich um die Ecke gebogen bin, war niemand da. Wie groß war Onkel Oskar? Anmerkung, ich hatte meine Brille nicht auf. 3. September 1994, 0.44 Uhr. Eine leise Stimme kam unten von der Treppe. Ich hab Hallo gesagt. Hab keine Untersuchung angestellt. War wahrscheinlich der Ofen. 9. September 1994, 16.11 Uhr. Milch aus dem Kühlschrank geholt. Sie war sauer. Bin ziemlich sicher, dass Geister Milch sauer werden lassen können. Die Milch wurde erst gestern gekauft. Muhu. Außerdem Geistermilch. Okay. 9. Oktober 94, 23.24 Uhr. Lonnie sagt, sie fühlt eine Präsenz im Fernsehzimmer. Mir wird plötzlich kalt. Wir bauen eine schützende Kissenburg. 22. Oktober 94, 23 Uhr. Lonnie und ich nutzen Ouija-Brett zur Kommunikation. Verstörende Nachrichten empfangen von der anderen Seite. Oskar definitiv hier. 28. Oktober 1994, 22 Uhr bis 29. Oktober 4 Uhr. Lonnie verpflichtet, die ganze Nacht wach zu bleiben, die Räumlichkeiten zu patrouillieren und alle Anzeichen außerweltlicher Präsenz zu notieren. Lonnie berichtete viele Sichtungen, aber alle blieben unbestätigt. Mögliches Ektoplasma auf dem Dachboden hat seine Ursache wahrscheinlich in undichtem Dach. Trotzdem eine Probe genommen. Trotz unserer größten Anstrengungen sind wir beide gegen 4 Uhr eingeschlafen. Im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Nacht. Und dazu jetzt das Donnergrollen. Okay. Sie haben das Psychohaus also unter die Lupe genommen? Tja. Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Eventuell. Ich bin mal gespannt, ob wir hier tatsächlich noch einem Geist begegnen werden. Ich hoffe nicht. Für den Moment soll es aber tatsächlich erstmal wieder gewesen sein mit Gun Home. Spannend bis hierhin in jedem Fall. Viele Räumlichkeiten haben wir hier oben aber scheinbar nicht mehr. Bin gespannt. So langsam aber sicher müsste ich ja mal einen Schlüssel finden. Oder wenn nicht, dann bedeutet das, dass ich irgendwo zwangsläufig etwas übersehen habe, was sehr schade wäre. Ich sag dann jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.